Stadt und herzlich willkommen am Grazer City Beach. Genau. Die heutige Folge soll sich ein bisschen gegen den Trend wenden, deswegen haben wir uns hier an einen sehr trendigen Ort begeben, an den Stadtstrand von Graz unter der Hauptbrücke an der Mur, um uns zu positionieren gegen Hugo und Co. Wir wollen keinen Gurkenspritzer, wir wollen keinen Limettenspritzer, Minzspritzer, was weiß ich was alles. Wenn es heiß ist, wollen wir Wein, genau, und Wasser. Richtig. Und wenn es schon mehr oder anderer oder keine Ahnung, exotischer Geschmack sein soll, da haben wir unsere eigene Idee dazu, wie das geht. Gibt Weine, die können das auch, da muss man keine Chemie hinzufügen. So, und das wollen wir euch jetzt sagen. Genau. Als allererstes der Klassiker. Genau, der Spritzer, der steirische Klassiker. Gelber Muscatella vom Weingut Zierngast. Ein ganz kleiner Buschenschank Weingut in der Südsteiermark. Genau. Kostet nicht viel, kostet 5 Euro oder so irgendwas, die Flaschen oder 6. Genau. Das ist eigentlich jetzt verkehrt gemacht, aber. Das stimmt ja nicht. Zuerst der Wein, dann das Wurst. Bitte. Das ist übrigens mein Lieblingsmischungsverhältnis, um im Sommer Spritzer zu trinken. Gut, wissen wir das auch. Homöopathisch. Ist das schon? Top. Okay. Du willst zuerst das Wasser? Das machen wir gleich einmal. Was? Und danke. Ja. Praktischerweise auf den Strand, die Weine sind mit einem Schraubverschluss. Ja. Also Muscatella-Spritzer. Gut, klasse, oder? Ja, also Minze wird stören. Der Wein hat schon alles, hat alles, was man braucht. Er ist frisch. Allerdings. Fruchtig. Ja. Klasse, oder? Ja. Also passt am Strand. Passt am Strand. Komm, sitzen wir am Strand. Ja. Gut. Genau. Ja. So. Als zweites. Genau. Der nächste Klassiker. Genau. Welschriesling. Allerdings. Gut. Krutzler. Genau, den fand ich nicht aus der Steiermark. Aus dem Burgenland. Ja, genau. Ist ja die flächenmäßig am größten repräsentierte Rebsorte im Burgenland. Wir machen weniger, gell? Ja. Na, lass mal da oben. So. So. Ja, der riecht jetzt schon komplett anders. Der ist viel apfeliger. Wirklich wunderschöner Apfel, oder? Ja, genau. Ging. Fresh, frisch, also frisch, saftig, steirisch würde ich sagen, wenn es ein Steirer wäre, ist keiner. Der hat jetzt nicht das bisschen Traubige drinnen, ja, genau, sondern ist eher so apfelig. Ganz klar. Klasse. 35 also, Grad, Schatten, der ist perfekt. Genau. Und wir brauchen schon wieder keine chemischen Zusätze. Ja. Wein und Wasser. Genau. Sehr biblisch. Gut. Nächster Durchgang. Mit dem nächsten Durchgang wird es jetzt ein bisschen exotischer. Ui, Slowenien. Erstens einmal Slowenien, zweitens ein Kirchenweingut, das aus den Bergen kommt. So ist es. Tvere Pax ist das Weingut vom Stift Admont. Seit Jahrhunderten wahrscheinlich schon. Und die haben da unten einen Gewürztraminer gemacht. Gewürztraminer. Das ist das Jahrgang 2010, drum. Nehmen wir an, der hat auch noch hat auch genug Säure. Auch den lassen wir da stehen. Ja, das geht jetzt. Geht wieder ein bisschen in die Richtung von Muscatella, gell? Ja. Allerdings schon ein bisschen floraler. Also jetzt nicht ganz so direkt die Traube, ist schon ein bisschen die Blumenwiese. Ja. Da könnte man wirklich glauben, da ist. Das ist einer von diesen trendy Spritzer. Jetzt sind wir schon beim Modespritzer. Beim Modespritzer. Auch nur Wein und Wasser. Allerdings, schon wieder keine Chemie. Farblich ist es halt immer sehr ähnlich, also das haben wir schon gesehen. Da haben wir aber zum Schluss noch was. Schmeckt, oder? Sehr gut. Für die Color Freaks haben wir jetzt am Schluss noch was. Wenn Farbe ins Spiel muss, damit es nicht langweilig aussieht, Schücherspritzer. Das ist jetzt was für 40 Grad im Schatten. Genau. Vermuten wir zumindest. Bitte, danke.
Von wem ist der Weingut Wein? Strohmeier Bio-Schilcher, muss man dazu sagen. Also jetzt ist die Chemie ganz, ganz weg. Ne? Also da ist jetzt gar nichts mehr. Da ist alles gut und natürlich und abbaubar. So. Was natürlich auch enorm wichtig ist, ist das richtige Wasser. Richtig. Je mehr Kohlensäure, desto besser. Genau. Man muss ordentlich sprudeln. Ja. So, farblich, sehr hip. Schauen wir mal, ob es hip schmeckt. Pretty in pink, oder? Hätten wir schon mal gehabt. Ja. Da werden die Augen kleiner, weil die Säure zieht sich ein bisschen zusammen. Ja, das ist ja Lifting, das schafft gar nicht. Das ist jetzt wirklich auch zum, ja, wenn es nicht mehr geht, vor lauter Hals, genau, ist das. Genau. Sehr, sehr empfehlenswert, im Afrika-Urlaub zum Beispiel mitzunehmen. Ne? Ja, ne? Der fehlt immer. Dann braucht man dann einen eigenen Träger für. Ja, genau. Das könnte ein bisschen schwierig werden, aber sonst sehr empfehlenswert bei allen Temperaturen. Und wenn es noch ein bisschen rascher sein darf, dann trinken es dann pur. Genau. Dann in diesem Sinne, oder? Ja. Schönen Sommer. Schönen Sommer. Prost. Warme Zeit. Ah.